Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit dem guten Evan und ja, ich bin natürlich wieder mal bereit für die 3-Gen-Taktik. Eins, zwei. Vielleicht kann das hier sogar schon was werden. Da oben kann man nämlich einigermaßen gut dicht machen immer. Und unser Totem ist auch hier in der Nähe. Ich habe heute mal das Wiegenlied der Jägerin dabei. Ansonsten überladen, verstört, zermürbende Präsenz. Und das war's. Denn auch ich darf natürlich leider nur drei Perks dabei haben. Okay, da vorne ist noch eine. Pass auf, wir packen mal hier schon mal eine hin, falls irgendjemand doch noch mal an unser Totem rangehen sollte. Und dann machen wir den da noch dicht, würde ich sagen. Der ist zwar wirklich in der Nähe von der Hütte, aber vielleicht können wir trotzdem das einigermaßen safe hier machen. Das Schöne ist, irgendjemand hat scheinbar schon den Skillcheck verkackt, so wie es aussah. Und das heißt natürlich dann auch leider, dass sie schon wissen, dass ich das Wiegenlied habe. Das wissen die aber sofort, sobald sie überhaupt einen Skillcheck bekommen. Das finde ich, wie gesagt, auch immer noch ein bisschen merkwürdig. Aber hey, es ist tatsächlich jetzt schon jemand beim Totem gewesen. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, muss ich gestehen. Aber wir lassen jetzt erstmal damit davonkommen. Jetzt zurückzurennen wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Wir sammeln erstmal sämtliche Fallen ein und dann kümmern wir uns hinten drum, dass wir die Gens dicht machen. Wo sind da viele Fallen da hinten noch? Ja, ich gehe mal eben kurz nochmal hier hin. Ah ja, guck mal. So, der gute alte Sprintboost natürlich wieder. Okay. Und jetzt gehen wir mal zu unseren Generatoren. Der eine wird jetzt wahrscheinlich bearbeitet werden. Gehen wir mal einfach von aus, weil die Leute da natürlich jetzt die eine Falle entschärft haben. Kann ich mir das schon vorstellen, dass der Generator jetzt gemacht wird? Nö, interessanterweise nicht. Okay. Der da oben wird gemacht. Okay. Das ist auch mal interessant. Dann gehen wir da mal hin. Ist runtergesprungen. Ich will aber noch gegentreten. Zwecks. Überladen. So. Ist sie wieder hoch direkt? Ja. Okay, das war überladen, Süße. Und ja, ich bin schon direkt hinter dir. Und ich glaube, du wirst es nicht zur Palette schaffen. So. Okay. Nee, sie schafft es nicht, in die Palette reinzukrabbeln. Weiß nicht, was der da oben jetzt vorhat. Shit. Jetzt schafft sie es zur Palette natürlich. Okay, ist aber nicht so wild. Der ist noch safe. Alles klar. Wie gesagt, wir machen hier die 3-Gen-Taktik, Leute. Alles easy. Wir ziehen hier unser Ding durch. Dann legen wir hier nochmal eine Falle hin. Treten oben gegen. Und es sind noch 3 Gens zu machen. Ah, sieh mal einer an. Wer da wieder in eine Falle getappt ist. Na, das ist doch schön. So, lass mich raten. Du hast ja wohl kein Strike jetzt mehr, was? Okay, komm mit. Zack, ab an den Haken. Einfach hier vorne hin, würde ich sagen. Da ist die Chance zumindest gegeben. Sie rennt rechts von mir. Zack, bitteschön. Beziehungsweise, ich sag eher Dankeschön. Das sind nämlich nochmal ein paar Punkte, die wir jetzt hier bekommen haben. So, wir könnten hier nochmal dicht machen. Ich habe noch 2 Fallen frei. Wir holen uns die da oben mal eben. Und es könnte gut sein, dass die Person jetzt hier sogar schon down geht, je nachdem, wie mutig die Survivor sind. Weil die 3 Generatoren, die ich ja beschütze, sind sogar hier in der Nähe. Bitteschön. Oh, sie rennt, glaube ich. Nee, sie rennt nicht in eine Falle. Das wäre auch zu toll gewesen, wenn sie jetzt direkt wieder in eine Falle reingerannt wäre. So, sie ist aber auch mutig, muss ich sagen, hier noch lang zu rennen, wo doch vorhin schon hier jemand gefangen wurde. Hat sie aber vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Ist hier ein Fenster oder ist hier. Ja. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und machen hier nochmal ein bisschen dicht, würde ich sagen. Na, hier kommt eine Falle hin. Die andere können wir auch wieder hinlegen, würde ich sagen. Umso weniger Möglichkeiten haben die Survivor, sich zu bewegen. Und dann beginnt jetzt gleich das böse
Spielchen hier. Ah, hallo, na? Ja, man sieht deine Spuren. Tut mir leid für dich. Da oben ist jemand. Ist eine Lorry. So, okay, wieder ein Ding weniger. Lassen wir sie erstmal laufen. Hier wird noch nicht dran gearbeitet. Da wurde eine Falle jetzt entschärft. Wow. Du entschärfst, obwohl du schon verletzt bist. Ich weiß ja nicht, ob das so wirklich intelligent ist. Du schon wieder. Okay, komm mit. Dann kommst du jetzt da oben an den Haken. Hier ist jemand. Ah, schade. Bisschen zu früh. So, danke. Ich entweder will die Punkte fahren. Oder ich habe keine Ahnung, was ihre Mission ist. So, wir können auf jeden Fall mal hier eine Falle hinlegen. Und schauen, was passiert. Und sammeln dann hinten die Fallen noch ein. So, ich guck mal eben oben. Nee. Wurde noch nicht dran gearbeitet. Da rennt jemand hin. Oh, der könnte direkt... Yes. Nice. Das ist schön. Und down. So, erstmal die Falle mitnehmen. Dann den Survivor. Muss ja hier Prioritäten setzen, ne? So, kommt jemand? Oh ja, da kommt jemand. Sorry. Da warst du zu gierig. Dann lassen wir die andere erstmal liegen. Auch wenn sie natürlich jetzt Dingens dabei haben könnte. Das ist aber dann nicht weiter tragisch. So. Nehmen wir die Falle schon mal mit. Da ist der andere. Okay. Dann kann die jetzt hier an den Haken kommen. Hallo. Na? Ah, sie schon wieder. Sie nimmt gerne mal einen Hit mit, so wie es aussieht. Okay, wenn der jetzt hier natürlich einen Strike hat, dann sehen wir alt aus. Na, er wiggelt noch und zack, ab an den Haken mit dir. So, wir könnten hier eine Falle einfach hinlegen. Da hat jemand den Skillcheck am Generator verkackt. Das ist schon mal gut für uns. Zusätzlicher Rückgang am Gen. Überladen sei Dank. Ah, da macht sie erst die Falle weg. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Dadurch wurde ich dann ja schon aufmerksam gemacht. Ach, okay. Ah, oh, Grins. Da lässt er nicht gedrückt. Naja, gut. Du kriegst auf jeden Fall noch einen Hit. Und danach gehen wir dann aber wieder zurück. So, die kann erstmal entkommen von mir aus. Wir kümmern uns hier um unsere drei Gens. Da ist jemand. Oh, die ist sogar verletzt. Okay, hier sind mehrere Leute. Hallo, na? Gut gemacht. Kriegen den Hit aber trotzdem noch auf dich rauf. Ah, und jetzt wärst du auf einmal zum Opfer. Guck mal, so schnell geht das. Je mehr Leute verletzt, desto besser für uns. Desto mehr Leute verletzt, desto weniger Leute haben Bock, an Generatoren zu arbeiten. Das ist die einfache Formel, die hier jetzt Wirkung zeigt. Die sind da drin. Legen wir mal hier ganz gechillt eine Falle hin. Auch wenn sie vielleicht direkt wieder weggenommen wird, dann ist es halt so. Da wurde ein Generator verkackt. Ist auch schon mal gut zu wissen hier, dass hier dran gearbeitet wird. So, zurückgesetzt. Und wir gehen da wieder hin. Na. Und wieder verkackt. Sehr schön. Das ist gut für uns. Dann setzen wir den direkt wieder zurück. Ja, sie hat Sprintboost. Ist also nicht weiter schlimm für uns. Ich pack mal hier eine Palette, eine Falle hin und guck, was passiert. So, ich muss unten hin, Leute. Da wurde verkackt und in die Falle reingetapst. Oh yeah, geil. Geil. Na? So, und damit bist du tot, ne? Okay. So, mal hier eben kurz gegentreten. Die oben wurde leider entschärft. Ist nicht weiter schlimm. Und sie versucht noch wegzukriechen. Geil, der ist wirklich direkt rangegangen. Hat er durch den Skillcheck verkackt. Und der Haken hier oben in der Ecke ist damit weg. Das ist aber nicht so wild. Der ist ja sowieso recht weit weg vom Schuss. So, die erste Person ist down, Leute.
Und disconnected, natürlich. Immerhin erst am Haken. Aber warum disconnected man dann noch? Also ich verstehe es halt nicht. Das bringt einem doch gar nichts. Ja, genau. Renn du mal weg. Besser ist es. Der ist fertig. Der nicht. Und der hier oben. Da wird sowieso nicht dran gearbeitet. Ich hole mir mal eben kurz einmal diese Falle hier wieder zurück. So. Und dann wollen wir mal gucken, Leute. Da ist schon wieder jemand dran, wa? Ja. Die Lori. Die hat sich jetzt scheinbar schon an meine Skillchecks gewöhnt. Ja, geht da mal durch. Das ist nicht so weiter schlimm. Wir schauen, was da oben los ist. So langsam wird es jetzt haarig hier für uns sonst. Aber hier ist noch niemand. Die sind alle hier, so wie es aussieht. Ja, die Lori ist da. So, sie bekommt nochmal einen Hit. Okay, wir können es natürlich auch anders machen. Wir können auch jetzt hier ein paar Fallen hinlegen. Schade. Ich habe gehofft, dass sowas passiert. Da ist noch jemand. Na, Mac. Ich weiß, dass du einen Sprintbus hast. Oh, war das knapp. Hey, na, das war nicht so knapp. Okay, pass auf, Leute. Wir legen mal hier eine Falle hin und gucken, was passiert. Wenn wir hier wieder hergehen. Oh, oh, die sind aber jetzt schon weit. Zack, der ist verletzt. Einer rennt nach oben, richtig? Ich glaube, ja. Die andere rennt einfach nur hier hinter. Ich weiß nicht, wo die andere ist. Ich hole mir hier nochmal die Falle ab. Ach doch, sie ist hier. Ist egal. Egal, Leute. Unsere Mission ist dieser Generator, der jetzt schon verdammt weit ist. Okay, wir müssen hier dicht machen jetzt. Ich weiß, die können sie natürlich entschärfen, bla bla bla. Aber sie müssen sie halt erstmal entschärfen und dann wissen wir, dass jemand hier ist. Da ist jemand. Arbeitet sogar hier. Verdammt! Das war Noob. So, der hat verkackt. Ich glaube, das war's jetzt gleich für uns. Oh, okay. Schönes Ding. Hast du wohl nicht aufgepasst, was? Achso, sie hat sich schon befreit. Dann nehmen wir die natürlich hier mit. Und sie kommt da vorne an den Haken, würde ich sagen. Das ist eine gute Position. Wenn sie kein Wiggle Strike hat, dann sehen wir natürlich wieder alt aus. Okay. So, sie läuft weg. War nicht weiter tragisch für uns. Der Generator wurde fertig gemacht. So, wo ist diejenige? Ist sie weggerannt? Glaube ich nicht. Okay, da ist ein Ausgang. Da ist die Lori jetzt natürlich direkt dran. Das ist ein Problem für uns. Ah, Lori. Na? So, den hast du schon mal. Und down. Sehr geil. So, komm mit. Ab an den Haken. Ist hier der Keller? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir hängen dich hier vorne auf. In der Hoffnung, dass der andere nochmal helfen kommt. So, hier ist er nicht. So, du bist hier. Ah, das war sie aber, oder? Legen wir hier eine Falle hin. Und wir legen mal hier noch eine Falle hin. So, das war's mit unseren Fallen. Wenn das andere Tor offen ist, haben wir eh verloren.
Dann war's das. Ja, oh, da sind sie. Ah, die geht retten. Oder sie versucht's zumindest. Du bleibst da erstmal schön liegen. Und wo ist die Lori hin? Ist sie abgehauen? Lori! Ja, scheint abgehauen zu sein. Naja, gut, okay. Der hier ist down. Oh, Grins. Zweimal in meine eigene Falle, ey. Bin ja schon häufiger in die Falle getreten als die Survivor. Ich weiß nicht, ob der andere noch in der Nähe ist. Sieht nicht so aus. Okay. Hat sich hochgeheilt. Und ist rausgegangen. Wow. Alter, der Semmelknödel kommt dir noch helfen. Und du gehst raus. Alles klar. Das ist mal ein Mate. Naja gut, okay. Wir haben drei Leute erwischt. Am Ende haben sie es mir ein bisschen leicht gemacht, ne? Dadurch, dass sie dann direkt hier vorne beim Ausgang war und wir die andere dann erwischt haben. Die hat durch den Hit, hat sie diesen Sprintboost bekommen und ist dann irgendwie zu schnell gerannt und irgendwie hier so da hängen geblieben. Dadurch haben wir sie dann erwischt. Und dadurch, dass die beiden nah beieinander waren, war es eigentlich klar, dass einer zumindest stirbt. Okay, schöne Runde. Mit dem Trapper drei erwischt, da bin ich wirklich zufrieden, muss ich sagen. Vor allem auf der großen Map ist es nochmal ein bisschen schwieriger, mit der 3-Gen-Taktik zu spielen. Wir hatten jetzt drei Generatoren, die, ja, so einigermaßen, ne. Den einen habe ich dann ein bisschen aus den Augen gelassen, wie es scheint. Und wir haben viermal die Goldmedaille bekommen. Also, alles easy, würde ich sagen. Wir haben unseren Pip bekommen. Wir haben 28.000 Blutpunkte. Also, läuft doch ganz gut. Und der eine Typ, ja, weiß auch nicht, warum er raus ist. Ich meine, er wäre eh gestorben. Hätte doch einfach die Blutpunkte mitnehmen können. Naja, wahrscheinlich will er auf Rang 20 bleiben, wer weiß. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Waren das Premates? Ich könnte mir vorstellen, die beiden hier könnten doch Premates sein, weil wie passt denn das sonst? Also normalerweise wird ja immer das Durchschnittslevel genommen. Bei den beiden passt ja so schon mal. Aber ein 20er und ein 2er, das ist doch strange. Die müssten ja dann eigentlich Premates sein. Ich habe vorher nicht geschaut, ehrlich gesagt. Naja gut, ich bin weg. Schade, dass das Wiegenlied auch so schnell weg war wieder, ne? Naja, machst du nichts dran. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.